Hesinde zum Gruße, ihr Lieben. Es geht weiter mit Memoria. Und ich sage Hesinde, weil sie die Göttin der Wissenschaft und Kunst ist. Und weil jemand gesagt hat, Mensch, wieso sagst du eigentlich mal Rondra? Das sage ich natürlich immer, weil das halt schon so Standard irgendwie geworden ist. Und wir sind ja irgendwie dran gewöhnt. Aber in diesem Falle sage ich Hesinde einfach, weil wir ja gerade dabei sind, hier diese Sachen zu besorgen und überlegen, wo wir das herkriegen. Also wir müssen gerade etwas wissenschaftlich herangehen und da passt das ja auch. Und haben wir die Tasche jetzt schon durchsucht? Ich glaube schon. Da ist nichts weiter drin. So, meine Boxen waren an. Die sind jetzt aus. Gut. Was mache ich mit der Muschel? Kann ich die vielleicht anwenden jetzt bei den Statuen? Oha, das funktioniert sogar. Sie hat schon mal nichts gesehen. Mhm. Habe ich die noch in der Hand? Nee. Er hat seinen Angreifer noch nicht einmal richtig gesehen und ist schon schreiend davongelaufen. Was für ein Feigling. Ja, Geron, jetzt, ne? Wird sich wahrscheinlich auch schnell versteckt. Er hat nichts Interessantes im Kopf. Schade, bestimmt die Statue, mit, wo wir dir auch die Maske gefunden haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir da irgendwie was erfahren. Bei den Göttern, was war das? Ich zeichne es sofort auf. Ha, hilfreich. Okay, so ein bisschen totenschädelartig. Ich finde das doof, dass ich damals gesagt habe, die Maske gehört mir nicht. Jetzt können wir halt gar nicht mehr darauf irgendwie plädieren und sagen, ja, hier, das war meine Maske und ihr habt sie mir weggenommen. Mann, das ärgert mich, aber egal. Ja. Das muss als Beschreibung reichen. Ja, dann gebe ich ihr die Zeichnung jetzt wieder. Sie meinte, ich soll die Leute fragen, aber ich schätze mal, andere haben das hier halt gar nicht sonst gesehen und die Statuen sind ja wohl der beste Beweis. Genauer wird es nicht. Oh, es hat keine Augen. Danke, Geron. Das sollte reichen. Okay, cool. Also eine Sache haben wir schon mal erledigt. Wie sieht's jetzt aus mit den Scherben? Es geht nicht. Ich glaube, ich muss noch mehr Scherben finden. Die ganze Lichtung leuchtet. Hier ist so viel Magie in der Luft. Ich kann meine eigene Hand nicht sehen. Okay. Genau, gehen wir mal ans Zelt und gucken wir da nochmal damit. Vielleicht hilft das ja. Das ist seltsam. In diesem Raum gibt es nichts Magisches. Ist Fahi vielleicht doch kein Magier? Mhm. Vielleicht müssen wir uns hier ein bisschen nochmal umschauen. Ach ja, wir können ja hier alles durcheinander bringen, aber irgendwie weiß ich nicht. Das mache ich nicht nochmal auf. Mit den ekligen Gurken. Das finde ich irgendwie witzig. Ja. Das Kästchen, da könnte man ja vielleicht später auch was reintun, ne? Hier, Nuris Kette. Geht nicht. Muss man ja auch nicht. Nach hinten raus geht nicht, das Bett durcheinander bringen. Ja, jetzt ist auch egal, wenn wir alles durcheinander bringen, oder? Ist hier irgendwie damit noch was zu finden? Nochmal die Hängematte? Na, diesmal fällt nichts raus. Noch was? So, alles durcheinander gebracht. Und wieder raus. Tja, wenn die ganze Lichtung irgendwie... Ich kann auch unheimlich. Ja. Flaschenfestung. Das ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Die Scherben gehören da aber nicht zu, oder?
Unsinn. Reparier die mal wieder. Das Kind habe ich damit, die macht sich nicht mehr über mich lustig. Ja, toll. Das bringt... Also wir haben hier diese Flasche, vielleicht hilft die mir ja noch bei irgendwas mal. Das bringt nicht. Fällt mir jetzt aber auch gerade nicht ein. Die Maske hat ihn so fasziniert, dass er all sein Hab und Gut liegen ließ. Warum wissen alle, was es damit auf sich hat? Bloß ich nicht. Ja, das ist doof. Aber wenn wir nochmal zu diesem Magister gehen, ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt. Ist hier wahrscheinlich nicht viel anders als da, ne? Es bringt nichts. Hier ist so viel Magie. Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal wieder weg hier. Wenn wir einfach mal diesem Pfad hier folgen, war der, ja... Wer oder was immer das war, es konnte klettern. Es konnte klettern. Können wir denn hier irgendwas sehen? Nachdem Gwynling fort war, wollte sich die Lederergilde das Haus unter den Nagel reißen. Zum Glück kannte Giacomo genug bestechliche Adelsmänner. Geh mal hier entlang... Weil hier geht ja dieser magische Pfad lang. Aber das bringt mir gar nichts. Vielleicht ja zum Brunnen hin. Das ist ja ein bisschen doof. Es führt ja hier an den Brunnen lang, aber man kann ja hier gar nicht weiter nach... Doch, man kann hier noch da lang gehen. Wer oder was immer... Ja, gerade eben wurde mir hier so ein Pfeil gezeigt. Hier ist genau die Grenze und beginnt. Diese Kinder, die gestern ihren Nachttopf darin ausleerten, mussten die nicht arbeiten? Ich frage mich, was es auch mit dem Brunnen noch auf sich hat. Nicht, dass da doch irgendwas Ekliges unten noch ist. Ihr hässlichen Viecher, wenn ich Fahis Rätsel gelöst habe, sehe ich euch hoffentlich nie wieder. Hier ein paar Gurken. Ich weiß nicht. Mache ich denn jetzt mal am besten? Ich habe irgendwie gerade gar keinen Plan. Um dem Dämon eine Falle zu stellen, braucht Breda folgende Sachen von mir. Eine genaue Beschreibung des Wesens. Haben wir schon? Aus mehreren Quellen. Einen Kraftspeicher für Astralenergie aus der Akademie. Und einen Köder. Irgendetwas, was das Wesen in Andergast zu suchen scheint. Falls es sowas gibt. Was ist, wenn das Wesen Nuri gesucht hat und deswegen hier reingekommen ist? Und dieser Astralkraftspeicher ist bestimmt dieses komische Artefakt von dem, wo wir so schleichen müssen. Wo ich meinte, da bräuchten wir noch eigentlich irgendwie sowas Langes oder so. Was können wir denn hier noch machen? Dieser Armreif hat Nuris Seele erst in den Raben verbannt. Das heißt, ich war das. Ich musste es tun. Sonst wäre das unser aller Ende gewesen. Wenn ich den... Kann ich den nicht irgendwie mitnehmen wenigstens? Oder... Na, machen wir hier nochmal diese Magie-Dingsbums. Geht nicht mehr. Außer den Scherben ist hier nichts mehr. Was auch immer hier war, hat sich nicht viel in meinem Zimmer bewegt. Nur beobachtet. Wie, außer den Scherben ist hier nichts mehr. Welche anderen Scherben? Weil dann hätten wir ja alle. Oder hatte ich die hier gefunden? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wo ich die violetten Scherben, waren die hier? Ja, die hatte ich, glaube ich, hier unten an der Kommode da gefunden. Ich will sie nicht... Wie schön sie einst war. Wir zwei. Die Frohnatur... Und der Griesgram. Wer hätte gedacht, dass gerade wir uns so gut verstehen würden? Und nur einen Frühling später liegt unser Glück plötzlich in den Händen eines zwielichtigen Händlers. Ich hoffe, ich verrenne mich da in nichts. Aber Nuri ist ja immer noch auch schön, auch als Rabe, so ist ja nicht. Naja, er will sie halt als Mensch wiederhaben oder als Fee in diesem Falle. Ich glaube, hier kann ich auch nichts mehr machen. Wenn ich hier aber nichts machen kann, obwohl ich glaube, dass... Obwohl, das Wesen wollte bestimmt das Artefakt.
Aber wenn er bis jetzt da nichts mitmachen konnte, wie werde ich das denn dann jemals... Hätte ich das leere Kästchen von da hinten mitnehmen können, dann hätte ich jetzt versucht, das Artefakt da reinzutun. Weil wenn das Wesen nicht Nuri, sondern das Artefakt sucht, ja, dann würde das ja auch alles im Zusammenhang haben mit dem ersten Teil. Würde sogar Sinn machen. Aber wie kriege ich das Artefakt mit? Ich weiß es noch nicht. Hier ist immer so eine, einmal so ein Mund auch. Aber der ist gar nicht irgendwie für ihn da, oder was? Rondras Haus in Andergast. Die Göttin des Kampfes war mir noch nie wohlgesonnen. Tja, dann sollte ich das vielleicht erst recht nicht mehr sagen, was, Geron? Da ist der Händler. Nochmal in die Schankstube gehen, ich glaube, das bringt auch nicht viel. Es sei denn, da gibt mir jemand irgendwas, was mir weiterhilft, damit ich hier den hier. Vielleicht könnte ich auch mit ihm noch mal Wo reden. finde ich Magister Bodiak nochmal? Du nimmst die Treppe in den zweiten Stock. Sein Zimmer liegt direkt neben dem Aufgang. Und bleib auf dem Weg. Wenn ich dich woanders sehe als im Zimmer des Magisters, fliegst du hier hochkant raus. Er war schon immer ein Idiot. Auch das mit der Kohle und den Strohpuppen ist komisch. Ich brauche keine Kohlen. Igitt, dieser Hof versprüht seine ganz eigene Art von Magie. Ach ja, apropos Magie. Nein, er lauert doch nur darauf, mich wieder rauswerfen zu können. Gehen wir mal rein. Haben wir das überhaupt überall schon benutzt? Von der Tür rechts kommt ein leichter Schimmer. War das die Tür, die gemeint war? Kaum zu glauben, dass hier Magier forschen. In der ganzen Bibliothek ist keine einzige Spur zu erkennen. Nur zwischen den Regalen dort hinten glimmt es leicht. Zwischen den Regalen glimmt es leicht? Aber da war doch nichts mehr, oder? Bei meinem letzten Einbruch habe ich bereits alles mit für alles. Ja. Ich kann diese. Ist hier denn noch was? Schatten? Hallo? Hä? Oh! Hallo, mein Freund. Du siehst nicht aus, als würdest du hier hingehören. Kann ich dir irgendwie helfen? Wie, ich rede mit einem Schatten? Wer bist du? Ich? Ich lerne hier. Zaubern, kämpfen. Noch weniger zaubern, noch mehr kämpfen. Wer als Kind von Magie träumte, verliert hier schnell seine Illusion. Es sei denn, er kommt zu mir. Das heißt? Ich gebe der Magie ihre Magie zurück. Und wie machst du das, fragst du? Nun, das hängt ganz von den Bedürfnissen meiner Kunden ab. Was machst du da? Ich liege mit einer Erkältung im Bett, während die anderen im Wald herumlaufen und Krieg spielen. Sieht eher aus, als würdest du kleine Honigklumpen kneten. Richtig. Aber außer dir und mir weiß das niemand. Das ist ja interessant, hier dieser komische Schatten, der hier irgendwie da mithilft, ohne dass es jemand merkt. Was kannst du mir über Breda erzählen? Oh, Breda ist brillant. Die Magister haben einen Narren an ihr gefressen und trotzdem gehört sie eindeutig zu den Guten. Sie glaubt noch mehr an die Magie in den Dingen als ich. Diese ganzen popeligen Zaubersprüche heutzutage müssen sie unglaublich langweilen. Das ist doch auch die Stimme von dem Dingsbums aus The Book of Unwritten Tales, oder? Ja, ich habe das Spiel zwar noch nicht Let's Played, aber ich habe es schon mal gespielt. Ich meine, das ist dieselbe Stimme. Was machst du wirklich? Warum der Honig? Ich bin über Umwege an einen Zauberspruch aus Punin gekommen. Es hat mich einige kleinere Gefallen gekostet, aber das war es mir wert. Siehst du diese Honigmünze, die ich gepresst habe? Pass auf! Weiches, erstarre, fließendes, verharre! Nee, das ist doch nicht dieselbe Stimme. Nee, doch nicht. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Der Honig ist nun hart wie Stein, aber leider noch zu durchscheinend, um als echte Golddukate durchzugehen. Aber mit der richtigen Mischung könnte es bald gehen.
Du kannst Flüssigkeiten verhärten? Ich würde es eher aufwerten nennen. Mein Honig-zu-Gold-Experiment ist da nur der Anfang. Für weitere Vorschläge bin ich jederzeit offen. Aha, interessant. Ich suche einen Astralspeicher. Du hast mehr Ahnung, als man dir ansieht. Ein echter Astralspeicher ist sehr selten und noch wertvoller. Ein Novize mit reichen Eltern hat mich angeheuert, dem Eulenmann Sein zu stehlen und damit in der Prüfung zu schummeln. Der Eulenmann? Magister Eulrich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er von seltenen Artefakten besessen ist. Dass das mal nicht die Artefaktjäger im Hersinde-Tempel herausfinden. Wer weiß, vielleicht hilft mir dieses Wissen eines Tages meine eigene Prüfung zu bestehen. Wo finde ich den Speicher? Im Schlafsaal. Aha, okay. Das ist ja cool. Ich hatte mich, glaube ich, auch vertan hier, nicht nur mit der Stimme, sondern ich dachte, die Leute wissen hier überhaupt nichts von dem, der hier arbeitet. Aber anscheinend ist er einfach nur immer hier in der Ecke und man sieht ihn nicht oder so. Egal, wir suchen jetzt wahrscheinlich den Schlafsaal auf und können Dinge durch ihn wahrscheinlich auch verhärten oder so. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Der Schlafsaal. Ach ja, das ist ja der Ort, wo ich leise sein muss. Was mache ich denn da bloß? Dann ist es nämlich doch so, wie ich dachte. Das ist dann hier Dingens, dieses Artefakt, was der da bei sich hat. Hier. Das wird der Astralspeicher sein. Nur wie komme ich bloß an den ran? Der schickt uns hier gleich wieder raus, wenn das, ja, ansprechen, dann kommt er zu nah ran. Kann ich an die erste Truhe, ohne dass es knarzt? Ja? Aha, bis hier kann ich also. An die zweite glaube ich aber schon nicht mehr. Doch, kann ich sogar. Nein, das ist alles Plunder. Aha. Ach, ich kann jetzt hier weitergehen, ohne dass mir was passiert, weil der andere das gesagt hat, dass ich das kann? Oder was? Das ist ja komisch. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Ich lasse den Krempel hier. Nichts davon sieht irgendwie nützlich aus. Ach, jetzt kann ich hier rumlaufen. Na dann. Das geht jetzt. Was will ich mit dem Zeug? Und ich dachte, ich müsste mir hier jetzt voll was einfallen lassen, wie hier, ohne dass er mich bemerkt und bla bla bla. Ja, dann hol dir mal das Artefakt, ne? Wirst bestimmt einfach nehmen können. Nee, ist klar. Und er sagt nichts oder was? Hä? Ist das der Kraftspeicher, den Breda sucht? Wahrscheinlich. Heda! Ja, der hat jetzt nichts gemerkt, oder wie? Ich bin direkt neben den gegangen, hab das einfach weggenommen. Hä? Egal. Egal, wir haben unseren Kraftspeicher und können Dinge höchstwahrscheinlich jetzt auch irgendwie verhärten. Was könnte mir das denn bringen? Aber was ich auch brauche, sind die Momente. Es ist still auf dem Seminarhof. Die Eleven sind bestimmt auf einem Manöver im Wald. Geh mal rein. Geh mal nochmal nach oben. Ich mach mal ein bisschen schneller hier. Weil, ich weiß gar nicht, habe ich dieses magische Dings hier? Da war doch eine Spur. Ich erinnere mich doch, dass hier... Ja, bei dieser Truhe. Und jetzt kann er da doch auch hin. Hä? Jetzt geht's wieder nicht? Wieso kann ich da jetzt wieder nicht? Das ist ja merkwürdig. Warum geht das denn jetzt? Muss ich immer vorher mit ihm reden, oder? Ich war an der Kiste, da war aber nichts. Ich kapiere gerade nicht, wieso ich da gerade eben rein spazieren konnte und mir das einfach wegnehmen konnte. Ich gehe nochmal in die Bibliothek und red nochmal mit ihm hier. Und danach geht's wieder, oder? Ich bin es wieder. Den Göttern zum Gruße, altes Haus. Wo finde ich den Astralspeicher? Irgendwo im Schlafsaal. Dumm, nicht wahr? Da hat man ein Artefakt randvoll mit Astralenergie. Und der einzige Ort, wo man es verstecken kann, ist in einem Raum voller eifersüchtiger Zauberlehrlinge. Wie lange es da wohl noch liegen bleibt? Ja.
Moment mal, können wir ihm das auch direkt mal zeigen? Ich habe den Kraftspeicher. Nein, hast du nicht. Das ist Flohelms dümmlicher Talisman. Absolut wertlos. Wenn du den echten Kraftspeicher suchst, musst du schon nach was Magischem Ausschau halten. Aha. Aber... ist das der Kraftspeicher, den Breda sucht? Wenn man da aber in diesen Helm was reintun kann, kann ich da vielleicht das Artefakt reintun. Das wäre eine Möglichkeit. Dann will ich nochmal da rein. Geht das denn jetzt wieder oder wie? Es ging ja mal. Und ich will, dass es wieder geht. Ja, warum geht's denn wieder nicht? Ich will, dass es wieder geht. Das ist total komisch. Ich kapiere das irgendwie nicht. Ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt, dass er mir sagen muss, geh in den Schlafsaal und dann sofort dahin gehen, das ist... ich check's gerade nicht. Ich bin es wieder. Hallo. Den Göttern zu... ja. Wo finde ich... irgendwo im Sturm. Nicht da, ja, hat ja. Langes... ganz komisch. Schau. So, jetzt gehe ich da direkt hin, ohne dass ich ihn da zwischendurch nochmal auf das Ding anspreche. Geh hier hin. Ich mach das alles genauso wie vorher. Ja, und jetzt geht's wieder. Okay. Aha. Gut, an der Truhe ist... ich kann nichts Besonderes erkennen. Ich lass den Krempel hier. Da war aber was. Eine Lampe und noch mehr Decken. Nicht das, was ich suche. Aber da war was. Er hat mich noch nicht bemerkt. Ach so. Also muss man hier erstmal so eine Runde gehen und dann da lang gehen, damit er das nicht bemerkt oder so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was will ich mit dem Zeug? Auf jeden Fall war hier... ich kann nichts besorgen. Ich lass den... da war was Magisches. Ich muss da irgendwas machen können. Wozu? Ich probiere einfach mal geht rum. Nicht. Das bringt nichts. Nee, natürlich nicht. Wenn ich jetzt aber nochmal... ach was? Wenn ich jetzt nochmal das magische Dings hier benutze, dann... Dann, ne, geht aber... dann bemerkt er mich, oder? Jetzt stehe ich zumindest um direkt davor. Um die Lampe davor. Herum schimmert es. Ist das vielleicht der Kraftspeicher, den Breda sucht? Ah, wie cool. Ist das der Kraftspeicher, den Breda sucht? Das ist auf jeden Fall was Magisches und wir haben beides bekommen. Das ist ja super. Aber da bin ich ja froh, dass wir doch noch gut vorangekommen sind. Moment. Ich check die Lage direkt mal hier bei ihm hier. Er kennt sich ja scheinbar aus. Und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja diesmal mehr Glück gehabt. Sieht so ein echter Kraftspeicher aus? Wenn man ihn wie der Eulenmann als Laterne tarnt, dann ja. Wenn man ihn wie der Eulenmann als Laterne tarnt, wie tarne ich das Ding als Laterne? Hier mit der Kette? Nein. Welcher von beiden ist der echte? Wie kann ich das denn tarnen? Weiß ich noch nicht. Machen wir im nächsten Part. Ist auf jeden Fall richtig cool, dass wir so gut vorangekommen sind. Darüber freue ich mich gerade total. Und wenn wir das Ding als Laterne tarnen, ich glaube, dann können wir das auch bei Breda abgeben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.